scheint es alles zu passen. Jetzt gehen sie da unten lang, okay. Auf immer so. Ausrüstung, ein Magierstab, der Müller. Ja, und hab ich Müllerbuch, Magierbuch, Fischerbuch, Spikes und eine Schürze für den Schmied. Kletterer. Kann man die nicht da reinpacken? Und einen Bogen. Ja, den kriegst du noch. Bergarbeiter. Krieger, Schütze. Kriegst du das Schmiedebuch? Kriegst du eine Schmiedeschürze an? Der vielleicht auch noch. Warte mal. Kriegst du erst die Spikes und dann die Schürze. Der Müller. Der kriegt doch noch das. Irgendwie ein hohes will ich noch haben. Er ist auf jeden Fall mit dem Bogen, der bleibt. Das ist der Krieger. Der hat auch eine Keule in der Hand. Kriegt der den Magierstab? Bücher, ne? Ja, passt schon. Dann braucht er vielleicht das nicht. Der Schmied hat sie. Kann ich denn nicht? Er ist Holzfäller und Schmied, das ist eigentlich ganz okay. Da er Bergarbeiter ist und Magier, kriegt er die noch. Ja, der andere. Krieger. Der kann vielleicht auch noch die benutzen. Der Rest muss ihm abwarten, vielleicht kriege ich noch ein paar Schmiede oder so. Langsam auch hier hinten. Licht in eine Bude reinbringen. Sauber. Nee. Wer ist denn der mit den wenigen Herzen? Damit ihr bei der Welle auf jeden Fall ein bisschen Ruhe habt. Gucken, dass die Ratten jetzt nicht wieder irgendwo rumkreuzt. Hopp! So. Hier kommt noch ein Leiter hin. Wie viel Holz habe ich noch? Genug. Ein paar Leitern herstellen. Stell ein Schild auf, um die Zwerge in einer bestimmten Richtung zu lenken. Das könnte beispielsweise nützlich sein, wenn ein Gebiet voller Monster ist. Mit denen die Zwerge nicht fertig. Ja. Ah, ein Totem. Ich frage, wann stehe ich das auf? Sollen die erstmal hier unten ein bisschen Platz machen? Also untätig können sie auf jeden Fall nicht sein. Bewaffnung und grundlegende Technologie da. Bewaffnung bin ich dabei. Da bin ich auch dabei. Na gut, der muss den greifen. Das heißt, wenn der fertig ist, kriege ich Fallen. Und der auch die Beleuchtung dann fertig. Ja, können wir schon irgendwie hin. Irgendwie wird das schon passen hier. Also die anderen jetzt eigentlich die ganze Zeit. Der eine pennt, das sind zwei pennt, das ist klar, das sind sieben. Sechser, fünf, vier.
Ja, das muss irgendwie ein bisschen Terror machen, ne? Da sind auch noch Materialien, Jungs. Bessere Spitzhacken bekommen, Alter. Du vielleicht nicht, aber der Rest schon. Achso, jetzt kann ich auch starten. Wo ist denn mein Magier? Da. Den Bogenschützen. Die macht natürlich mehr, Jungs. Dann können nämlich die anderen die billige Bewaffnung haben. Die haben. Zack, dann gehen nämlich ein paar Gollen noch zurück. Stell ich noch von ein paar her. Der für eine Ausrüstung. Der hat eigentlich gut. Na gut, ist noch ein frischer, ne? Ich habe noch überall hier was zum Graben. Gucken, wann die das machen wollen. Also ich werde auf jeden Fall sagen, dass ich, wenn es soweit ist, mal ein bisschen Offscreen mache, damit ich ein bisschen Material zusammenbekomme. Auch für die nächsten Wellen und so ganz Quatsch. Ich weiß ja nicht noch, was so alles auf uns zutrifft. Da vielleicht noch eine Fackel hin. Wenn man das sich so ansieht, hier so riesengroßes Chaos. Ist hier noch so strukturiert. Vielleicht noch gerade so, kann man so sagen. Und dann miese Brise. Da sind ein paar Insekten. Hab ich mir aber schon fast gedacht, dass wieder da welche sind. Ja, solange die Kräften halt noch, ne? Das dauert halt. Das ist halt das Problem. Ich will da ein bisschen vor. Arbeiten in der ganzen Sache. Sechs Stück Rüstung. Was hat denn hier für eine geile Axt? Eine Stahlaxt, eine Silberaxt und eine Manuel-Axt. Rüstungstechnisch wäre schon flippbar. Was ist denn hier? Ah. Ah, okay, das ist natürlich auch ein Fallschirm. Ja, das ist natürlich klar. Ach, das sind Schilde. Das wird ein bisschen Schaden. Fetter Rucksack, also Handschuh könnt ihr gerne machen. Bogenschützenhandschuhe. Bogenschützenhandschuhe. Agilität minus 10, da. Warum nicht? Vielleicht einen können wir machen. Vielleicht sogar zwei. Zwei davon. Aber auch zwei Handschuhe, die brauchen wir auf jeden Fall. Das ist so viel am Köpfen da, ne? Das ist unglaublich. Und die sind ja nicht untätig, das ist es ja nicht mal. Die sind ja alle am Köpfen da unten. Ein Kochbuch. Eine Keule, eine Axt ist fertig geworden. Zack. So.
Eine Kochgurke und zwei Handschuhe sind fertig geworden. Okay. Handschuh ist klar. Da drückst du ein zweites Schild hin. Das ist super. Ah, da ist der Schmied. Das ist der Magier. Kann der eigentlich ein Schild tragen? Nein. Das heißt, er kann nur das Ding tragen. Du kriegst die Handschuhe noch. Und du kriegst das Schild. Dann habe ich den Kochen. Habe ich nur einen vorigen Koch gehabt? Nein. Okay, wir haben noch einen Koch. Zack. Zwei Kollen sind der Arbeit noch. Pfeile sind auch noch in Mache. Oh, die haben auf jeden Fall was noch zu tun hier, würde ich sagen, ne? Schwingen wir mal ein Ding da unten. Schicken wir mal die Zombies zurück, wo sie hingehören. Ich glaube, die mit den Schilden sind dann auch ein bisschen ausgerüstet. Ja, guck mal, die haben so viel Material da noch rumliegen, was einfach wieder nach oben muss. Da oben ist wieder ein Zombie. Na, den kriegt eigentlich der Bogenschütze oder die Bogenschützen und der Magier kaputt. Material dann rumliegt. Ah, sind sie jetzt eigentlich mal fertig da oder? Anscheinend. Schauen wir mal, dass irgendwer noch wer wenige Herzen hat, dass du vielleicht noch schlafen gehst einmal. Irgendwer hat gerade noch zwei Herzen. Schlafen gehen. Schlafen gehen. Fackel hin. Ich würde sagen, dass wenn jetzt die Welle um ist, ich erstmal sozusagen die Session beende und dann erstmal ein bisschen vorbereiten werde. Technologie, nice. Jetzt gibt es Fallen. Fallen, Fallen, Fallen. Und da gibt es auch unsere Haustiere, das ist gut. Das heißt, wir müssen jetzt viele Fallen noch öffnen. Kriegen wir hin. Ich würde vielleicht sagen, ein paar Zäune. So. Ein paar Felleken. Ein bisschen Seile vielleicht. Damit wir ein paar Fallen machen können. Technologiebaum fertig. Jetzt kommen wir nämlich auch zu den Dingern hier, die ich nämlich mag. Das sind nämlich die unsere Retter, sag ich mal immer. Zack, zack. Eisenerz und Blatt. Blatt und Eisenerz. 1, 2, 3 machen wir. Der Komfort, das Essen. Angelrute. Schulkörper. Brücken, Schindeldach. Gerüste fallen. Ich glaube, die fallen sogar besser. Die gefallen in Habitaten von Tieren, um sie zu fangen. Okay. Ja, müssen wir mal gucken. Da müsste ja auch irgendwann dieser Zaun kommen. Davon wollte ich noch. Da. The Meats. Holz, Holz, Blatt, ein Nagel und ne, eins, zwei, ein paar Nägel noch, ein bisschen Bretter, 30, nehmen wir mal 4, nehmen wir mal 50 Bretter.
Alle runter, Jungs. Putz. Aber nimm alles mit. Zack. Oh, jetzt craften sie da ordentlich. Deswegen was wieder anstören.